In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sehe total kaputt aus, weil ich gerade geduscht habe. Tja, die ungeschminkte Wahrheit von der Mutti. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, dass ich schon seit längerem mit babymarken.de zusammenarbeite. Und dieses Mal gibt es auch etwas für euch. Babymarken hat was für euch zugeschickt, für die Jungs und für die Mädchenmamas. Also irgendwas, was für beides passt. Ja, wir packen das mal kurz auf. Und Lia hat auch total was Schönes bekommen. Was Farbiges. Ich packe das mal kurz mit Lina aus. So, ich zeige euch als erstes mal, was ihr gewinnen könnt. Wenn ihr sagt, meine Schwester, meine Cousine, mein Onkel, keine Ahnung wer, bekommt ein Baby und ich würde denen auch gerne was schenken, dann könnt ihr einmal das hier gewinnen. Ich behalte auch dieses Karton direkt, dann kann ich euch das in den Karton schicken, also zusenden. Und zwar ist das eine Wickelunterlage, obwohl ihr könnt auch, wenn ihr das Baby duscht, da drauf legen. Finde ich richtig schön. Das ist in Grau, passt dann auch, ne? Für Mädchen wie auch Jungs. Und dazu gibt es eine Rasse. Ich überlege gerade, welche ich verlosen soll. Aber ich glaube, das würde eher zu beiden Geschlechtern passen, oder? Obwohl, Rot passt ja auch. Das kann man auch ans Auto aufhängen, also an den Maxi-Cosi. Das knistert hier. Das ist halt eine Rasse von Iokido. Ja, und Lia hat total das Schöne. Ich tue das mal auf Seite. Ach so, wegen der Verlosung. Die Verlosung wird dieses Mal auf Instagram stattfinden und nicht auf YouTube, damit ihr natürlich auch babymarken.de folgt. Ja. Also ihr könnt jetzt nach dem Vlog direkt auf Instagram vorbeischauen und dann ist das Gewinnspiel dort schon online. Wie gesagt, ihr könnt mitmachen. Ihr müsst drei Freunde markieren unter dem Gewinnspiel, aber Freunde, nicht unbekannte Menschen, sondern Freunde wirklich. Gefällt mir drücken und beide Instagram-Kanäle, also unsers und babymarken.de, müsst ihr folgen. Das sind die Bedingungen, wir werden das alles kontrollieren. Das Gewinnspiel geht 2 Wochen und danach losen wir aus. Ja. Und dann zeige ich euch mal, was Lia bekommen hat. Und zwar hat Lia eine richtig schöne Spieledecke bekommen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also klar, es gibt viele Spieledecken, aber das ist nicht so eine 0815 Spieldecke, wisst ihr, ich meine? Ich muss das mal aufbauen, dann wisst ihr, was ich meine. Ich habe wirklich sowas noch nie gesehen. Ich sehe immer dieselben Spieldecken und wir haben was Neues gesucht. Dann haben wir die hier gesehen und die hat uns wirklich sehr gefallen. Auch Audra hat die direkt gefallen. Lia schläft jetzt. Wenn sie gleich wach ist, werde ich sie auf jeden Fall darunter legen. Ich bin echt gespannt, wie sie darauf reagiert. So, und zwar ist das die Spieldecke. Hier haben wir ein Auto. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Batterie drin ist. Ich glaube nicht, oder? Ich muss mal gleich... Ich glaube nicht. Auf jeden Fall fährt dieses Auto hin und her. Also nach links und nach rechts die ganze Zeit. Ihr könnt hier am Auto auch etwas befestigen. Zum Beispiel die Rasse, was sie mitgeschickt haben. Genau, das Auto fährt hin und her die ganze Zeit. Ich muss aber schauen wegen der Batterie. Ich glaube, da müssen Batterien rein. Dann haben wir hier eine Rassel mit Spiegel auch. Hier haben wir so ein Knistermädchen, die knistert. Und da sind auch Rasseln drin. Hier dasselbe mit einem Jungen. Schön, ne? Ja! Genau, richtig schön und kunterbunt. Hier ist dann noch mein Dinosaurier. Und was ich total cool finde, das hier könntet ihr jetzt auch zum Beispiel abmachen und hier dran machen, dass das Baby dann auf dem Bauch liegt und so spielt. Oder das Baby liegt auf dem Rücken und spielt halt so. Ich muss mal schauen, wie wir das gleich machen. Da kommen Batterien rein. Ich wusste es. Ich muss mal schauen, was für Batterien. Ich hoffe kleine, weil groß haben wir gerade nicht da. Schaut mal, wie Lia beobachtet. Hey, Mama.
Lia, guck mal, Anne. Schau mal. Toll, ne? So ihr Lieben, wir machen jetzt Muffins. Ich habe Ihnen das schon gestern versprochen, aber gestern ging es mir gar nicht gut. Also mir war die ganze Zeit so schwindelig und schlecht, keine Ahnung. Ich hole jetzt erstmal alle Zutaten raus und dann zeige ich euch, wie wir das machen. Ich glaube, ich mache auch irgendwie manche mit so Vanillesoße Füllung. Mal schauen. Ich hole erstmal die Zutaten raus. Wir chillen jetzt hier noch. Ich habe hier auch den Muffins noch, habe ich dir euch eigentlich gezeigt. Ich glaube nicht, ne? Auf jeden Fall sehen die super lecker aus und auch total fluffig geworden. Ich kann euch nur raten, wartet nicht, bis das so komplett goldbraun ist. Weil von innen brennt das sehr schnell an, also der Boden. Also bei 160 Grad habe ich jetzt Unter- und Oberhitze bei Umluft. Und einmal habe ich Schokotrops drauf getan. Guck mal, so nach 20 Minuten, ob da noch was kleben bleibt. Auch wenn ihr euch denkt, das ist noch ein bisschen so wackelig. Wenn nichts kleben bleibt, holt es raus, Leute. Das schmeckt so, so gut. Doch ihr ist hier unter ihrer Decke und beobachtet das Auto. Und Lina spielt hier mit ihrem Klavier. Ne Mäuschen? Mäuschen? Genau. Ja. Wir warten jetzt noch auf den Papa, der ist jetzt gleich frei. Und dann muss Lina auch schlafen gehen. Wir haben jetzt 19 Nein. Uhr. Doch. Nein. Doch. Nein. Und morgen gehen wir dann zu Ikea. Dann nehme ich euch mit. Heute gab es nicht viel zu filmen. Aber ich wollte euch schon mal die Spieldecke zeigen. Und einiges zur Verlosung sagen. Jetzt gleich geht es direkt weiter mit dem Ikea-Haul. Also ich werde heute nicht mehr aufnehmen. Ich mache morgen, also jetzt gleich einfach weiter mit dem Ikea-Haul. Hallo ihr Lieben, es geht weiter mit dem Vlog. Wir fahren jetzt zu Ikea und Auda sitzt auch vorne, der ist mit dabei. Wir gehen jetzt kurz zwei Pakete abholen und dann Hauptsache Lina übernimmt immer.
Na, oh, jetzt Papa. Geht sie abgeholt haben. Ja, genau. Also da links, ne? Papa Tita. Genau hier. So, wir sind jetzt beim Ikea. Warte mal, darf man das Kennzeichen nicht sehen. Wir gehen jetzt einkaufen, spazieren. Mal schauen, ob wir irgendwas finden. Oda und Lina sind auch mit am Start. Hi. Was wolltest du kaufen? Ich weiß nicht. Bügelperlen, aber ne? Auf jeden Fall. Ja, Oda hat bestimmt auch Kerzen. Mal schauen, was wir alles finden werden. Wir sind auf jeden Fall da. Und ich wollte auch bei Baby One rein gleich. Mal schauen, ob wir das schaffen zeitlich, weil wir müssen heute noch zum Steuerberater. Was denn, Nina? Ich würde Görgüsüz gibi aufnehmen. Wenn ich irgendwann ein Kinderzimmer für die Kinder habe, will ich so ein Bett. Hochbett ist mir zu gefährlich. Ja, das finde ich auch zu gefährlich. Ja, du willst dich am liebsten hinstellen und kochen. Mein nächstes Küche koche ich auch. Ja. Schatz, hol's mal von diesen Verklips-Dingern. Aber meine nächste Küche hole ich auch auf jeden Fall hier. Wofür, Schatz? Ja, wenn ich manchmal Tüten zumache, wir haben ja nichts zu verschließen. Du holst ja immer diese Tüten, wo die von alleine zu Hunde sind. Ja, das stimmt auch. Das ist hässlich, diese Küche. Ja, die Front ist nicht so schön. Ja, das ist damals, Lina, wo wir die Küche hier kaufen wollten. Boah, das war echt. Die Kamera läuft. Ich weiß. Die war teuer, ne? Ne, die war nicht teuer. Nein, das hat bei uns gepasst. Aber die wollten 600 Euro für die Lieferung und Montage. Ja, die machen das extra teuer, weil das sonst günstiger ist, das selbst abholen. Ja, aber das welche Größe? Aber sind das die? Guck mal auf dem Bild drauf. Das ist nicht die. Das ist sowas. Ja, unten ist aber auch noch. Eine ganze Reihe. Das ist nur ein ganzes. Ja, ich glaube, da ach, was sind denn da? Okay.
Man versteht kein Wort. Und hier und so. Und dann zehn. Und na. Nein. Ja, aber pass auf, nicht so was Dankeschön. Lina. Sie und ihr Bett, ja. Hier sind echt, guck mal, das meinte die Frauenärztin. Was? Für 9 Euro. Ja, davon haben wir doch. Ja. Lina, gell? Lina, was wurde in ihr Blödsinn, komm. Guck mal, da kannst du spielen. Oder da ist eine Küche. Hier ist die Küche. Ja, stimmt. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Doch, kann ich. Ich hab gerade, ich wollte mein Haar so. Ja. Aber gib mir eine Tasche, das hier. 96 kostet echt, ich muss sagen, das ist echt billig. Erinnerst du dich noch, Lina hat so eine dünne gehabt? Ja. Ja, dann müssen wir bei DM schauen. Ja, bei DM bin ich eigentlich. Hier, Lina, kannst du dich hinsetzen? Komm, Schatz, setz dich hin. Wir haben nichts gekauft. Gib ihm. Doch, ich kaufe da. Also ja. 13 Euro. Können wir ja wohl einen Kaffee trinken. Wallah, damit hast du deinen Kaffee draußen gespart. Ne, Schatz? Was kostet das? Nein, das ist dann hier. So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt hier und haben uns alle ein Käffchen gegönnt. Ja, total cool. Also die Maschine ist richtig geil. Der Kakao schmeckt lecker. Jascha! Ja. Ja, Jascha! Das ist für Babys, ne? Ja, Lina. Du bist doch kein Baby. Ich hab ein Baby. Das passt gar nicht in den Rucksack rein, manchmal. Echt? Ja, musst du wissen. Also ich finde, da passt halt mehr rein, ne? Kischke, ist du aus seinem Schwer dann schön. Sag du so für mich. Ja, der will auch, dass du für den so schöne Brotdosen vorbereitest. Kommst du? Schatz, ich komm jetzt. Ah, der hat sie alle gemacht. Die haben angerufen. Nein, Papa, ich. Warte, willst du nicht warten, bis Yusuf kommt, Schatz? Ist kein Problem, ich darf durchfahren. Ist nicht das Haus so. Warte, das ist nicht Yusuf. Ich kann 150 Euro bezahlen, auf jeden Fall. Nee, deswegen bringt er halt die Karte. Würde ich auch nicht machen. Die sind noch, auch noch Goldmitglied, das ist mal, normal wo im Kutscher. Die mein Auto abgeschleppt haben, ne? Der Typ wollte gar nicht die Karte, der wollte einfach nur die Nummer haben. Ein Mann ist ohne Führerschein gefahren, Immobilienmakler, Türke. Polizei, der Mischke, hier hast du 200 Euro, lass mich weiter. Scheiße. Doppelte Anzeige kassiert. So, wir haben jetzt dank Susan einen Platten. Dank Susan. Dank Yusuf, warum Susan? Warum dank mir? Dank mir. Mitarbeiter. Wir hängen jetzt hier seit 2 Stunden. Komm mal hier. Seit wie vielen Stunden hängen wir hier? Seit 2? Tschüss, übertreib. Seit gestern. Seit gestern? Eine Stunde. Eine Stunde, ja. Wir haben jetzt ein Taxi gerufen. Privattaxi und. Ja, Yusuf ist jetzt herangeeilt.
damit er seine Frau nicht alleine lässt. Ich zeige euch mal den Platten. Und zwar sieht das Auto jetzt so aus. Also wir haben echt Glück gehabt. Stellt euch vor, auf der Autobahn hätten wir einen Unfall gehabt mit 2 Kindern, 3 Personen. Wir haben Glück gehabt, ne, mit Unfall. Happy Valentine's Day. Und wir sind sogar einen Umweg gefahren. Ah, da, Bruder, da ist der. Also wenn wir ein Dingens... Ah, ADAC ist da. Weil Gott schon bin. Ja, ADAC ist da, aber unser Taxi ist noch nicht da. Naja, wir warten jetzt, wie gesagt, und haben echt wirklich Glück gehabt, dass wir keinen Unfall gemacht haben. Wir sind auch nicht über die Autobahn gefahren. Ne? Das ist nicht übrig. Ich weiß nicht. Schatz, ich glaube, wir müssen langsam die rausholen. Ja. Wo ist denn? Da, der biegt gerade ab, da. Ne, ich meine... So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier am Warten. ADAC ist auch da. Stellt uns das Auto ab. Und unser Taxi ist auch noch nicht da. Wir warten jetzt immer noch und es wird langsam kalt. Ich hoffe, die kommen jetzt bald, weil die kommen von der anderen Rheinseite. Ja. So, wir sind jetzt zu Hause, machen uns aber jetzt wieder fertig, weil wir jetzt zum Steuerberater müssen. Also heute ist echt ein aufregender Tag für uns. Na, Schatz? Hey. Sehr, sehr begeistert. Und später kommt noch unsere Bestellung von Rewe, da bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich auch Gemüse bestellt, aber wenn uns das nicht gefällt, finde ich das gut, dass man das wieder zurückgeben kann. Da muss man das auch nicht bezahlen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal hier fertig machen. Ja, da jetzt. Und nochmal zu dunkel, ja. Hier? Ja, findest du nicht. Ja, weil jetzt geht's. Also wir haben kein Licht mehr im Schlafzimmer, im Flur. Ich weiß nicht, soll ich diese Wickhähne nehmen oder die Dünne? Das ist gar nicht so kalt. Ha? Das ist gar nicht so kalt. Ich weiß auch nicht, wie ich wirklich anziehen soll. Obwohl, Panzerring, die Jacke passt gar nicht, ne? Nö. Nein. Zieh doch die schwarze an. Ich hab keine Jacke. Andere Frauen haben 5, 6 Jacken, ich hab nur 2. Brauchst du nicht, eine sogar ist zu viel. Und da? Und wir haben den Grund. Ich denke, wo ist die Kamera? Hier. Wer hat wohl die Kamera? Hier. So. Hier. Gibst du an die Kamera, Baba? Ich muss dich anziehen. Nein, das ist so, ihr Lieben, wir sind jetzt beim Steuerberater. Wir warten jetzt unten. Wir waren kurz beim Saturn. Haben einen neuen Föhn gekauft, weil Audas gestern einen Stromschlag hatte. Also der ist kaputt gegangen. Ja, Mia ist in ihrem Kinderwagen. Lina auch. Wir sind übrigens mit der Bahn gefahren. Ja, ein bisschen Abenteuer erleben, ne? Ich zeig euch mal hier. Was denn? Rot? Siehst du, ich hab dir gesagt. Egal, dann schmeiß ich das irgendwie rot. Lina hat hier diese Bonbons bekommen. Schon mal ins Haus. Ja, das ist rot. Oh, bist du müde, ne? Wie bin ich denn hier im Bett? So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt bei Doi Doi. In Schildergasse. Hansaring. Ja. Lina, das ist auch schon. Ey, das schau. Warte. Ist das okay? Ja. Wir wollten kurz was essen und danach ab nach Hause und zu Hause machen wir weiter. Bis später. Willst du essen oder nicht? Reis? Ja. Ich tue hier. Weiß nicht. So, wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben voll vergessen, dass unsere Rewe-Bestellung ankommt.
dann habt ihr gleich einen mega fetten. Ich schwöre, das Essen hat mir auch nicht so gut geschmeckt. Hä? Das Essen hat mir irgendwie nicht so gut geschmeckt. Das ist mal. Ja. Ich glaube, weil wir auch so schnell gemacht haben. Kann mir gar nicht genießen. Naja, Scheiße, das halt ja, Scheiße. Dann kommt in 2 Minuten sehr gut. Wieder zu Hause. Ich zeige euch mal kurz unsere Ausbeute. Also wir waren kurz bei Saturn. Da haben wir diesen Föhn hier gekauft von Philips. Der war runtergesetzt auf 17 Euro oder so. Da checken wir gleich mal ab, ob der auch funktioniert. Weil ich hatte das schon mal, dass ein Gerät nicht funktioniert hat und dass wir das so umtauschen mussten. Dann haben wir gekauft bei Ikea einmal diese Aufteiler für den Schrank. Ich habe die in weiß, meine Mutter wollte die auch in weiß haben, aber die gab es ja dann nur noch in schwarz. Kann ich nur empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die kosten. Aber ich kann mal schauen für euch. Hey, das ist gar nicht unser. Was an? Das kannst du sagen. Ja. Was willst du von Prinzessin? Ja. Ich mach dir das an. So, dann haben wir geholt zweimal diese Tüten. Da tue ich immer Hackfleisch und Hähnchenbrust rein. Da haben wir jetzt 2 Stück geholt. Papa! Papa! Ja. Ja, warte mal, ich komme mit. Ich würde gerade. Hier sind jetzt 30 mal 1 Liter und 30 mal. Ja, krass. Schatz! Ja. Guck mal! Hier sind 30 Tüten 0,4 und 30 Tüten 1 Liter. Krass. Geil, ne? Das ist doch gut. Ja, noch besser, wusste ich gar nicht. Gut, dass wir 2 Packungen geholt haben. Dafür, dass das Auto ausgegangen ist. Aber hat sich auf jeden Fall dann gelohnt. Dann wollte ich unsere Schränke komplett ausmisten hier in der Küche. Ups. Und damit, wie nennt man das? Auf jeden Fall wollte ich die, unter die Teller und so legen, weil das wird schnell dreckig. Also ich muss alle Schränke einmal schön sauber machen mit Essigreiniger und dann das hier drauf. Das kann man dann auch leichter abwaschen. Nur dann nehmen. Ach, du willst eine Decke. Irgendwie das Gefühl, dass ich ein bisschen zugenommen habe. Das ist die Schätze. Gut oder schlecht? Und meine Haare nerven. Ach, du Scheiße. Naja, auf jeden Fall haben wir dann noch Kerzen geholt. Hier, Vanille. Und 2-mal Himbeer. Ich wollte eigentlich Vanille holen, nur aber der Herr wollte das nicht. Und dann, als ob das nicht reicht, Himbeer-Teelichter und ein Schneidebrett. Welchen Schneidebrett willst du jetzt in den Müll schmeißen? Eigentlich das kleine. Ich würde auch sagen, das kleine. Das kleine, guck mal, wie das aussieht. Schief, Poco, kaputt. Poco ist scheiße. Poco ist scheiße. Siehst ihr? Das ist Poco-Quality. Guck mal. So, scheiße, Poco. Wir haben das. Na, seit ein. Kacke. Wir haben das seit 2 Monaten und das ist schon so. Nächstes Mal, bevor ich Geld bei Poco ausgebe, tue ich lieber das Geld auf Klo, Alter. Ist so, einmal den Klo runterspielen, bitte. So, du Schatz, nur dann denn. Du willst eine Decke? Okay. Mal sauber machen. Ja. So, dann machen wir mal eine Decke. Ja, unsere Bestellung kommt jetzt auch jetzt vom Rewe-Lieferservice. Dazu würde ich aber ein extra Hol abdrehen, weil ich einfach finde, Dankeschön. Dass es dieses Mal ein bisschen mehr wird. Ja, deswegen ein extra Rewe-Lieferservice holen. Und dann werde ich euch auch berichten, wie wir das fanden, wie die Qualität ist, ob die ob Obst und Gemüse auch frisch ist. Somit würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt auch von euch. Und ich will alle neuen Zuschauer begrüßen, die auf unserem Kanal gefunden haben. Bald gibt es eine schöne Verlosung, nicht für die Kinder, sondern für die Mamis. Seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!